Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Anwesende hier im Raum, aber auch all diejenigen, die uns per Videostream zuschauen, sei es jetzt live oder aber zeitlich versetzt, weil der Vortrag, den Sie heute erleben werden, der wird aufgezeichnet und wird dann dauerhaft auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Um was geht es heute? Der Vortrag lautet: Die Zettel, die die Welt bedeuten. Theaterzettel als Quellen für Wissenswertes und Kurioses aus dem Mannheimer Nationaltheater. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein Kooperationsteam hier im Hause haben, das ich begrüßen kann, das gemeinsam den Vortrag hält. Ich begrüße einmal die Kollegin Frau Dr. Irmgard Siede von den Reis-Engelhorn-Museen und aus unserem Haus Herrn Dr. Thomas Frogmorten, stellvertretender Institutsleiter, ab übermorgen, wenn ich das richtig sehe. Genau, Bretter, die Welt bedeuten, diese Floskel kennen Sie alle. Heute geht es aber um Zettel, die die Welt bedeuten, und da gibt es eine enge Verbindung miteinander. Zettel und Bretter, darauf werden sicherlich unsere Referenten eingehen. Ich kann Ihnen schon mal versprechen, dass wir heute ein Thema anschneiden, das, wie die Archivarinnen und Archivare sagen, ad fontes gehen, also zu den Quellen. Wir werden uns heute dezidiert mit historischen Quellen auseinandersetzen. Das ist für jeden Historiker eine sehr spannende Geschichte, weil aus den Quellen kondensieren Historikerinnen und Historiker das Bild, das sie dann niederschreiben oder in Vorträgen vermitteln. Und das Ganze gleicht dann zunächst mal so eine Art Puzzlespiel. Man hat sehr, sehr viele Teile, die nicht immer zueinander passen. Es ist eine sehr brüchige Überlieferung und daraus versucht man dann ein Bild zu zeichnen. Und die beiden Referenten haben heute eine Mammutaufgabe vor sich, weil sie haben kein 100er-Puzzle, kein 1000er-Puzzle, sondern eins mit 100.000 Teile. Und wie sie daraus ein Bild oder zumindest Bilder entwickeln, darauf dürfen wir gespannt sein. Also ich weiß, dass das die Theatergeschichte von Mannheim ist ja sehr vielseitig und die wird mit Sicherheit werden Sie heute einige Dinge erfahren, die vielleicht nicht in der Zeitung stand oder auch nicht in den großen Geschichtsbüchern niedergeschrieben ist. Das Ganze, der Vortrag, aber auch diese Theaterzettel, um die es heute gibt, letzten Endes ist es ein großes Gemeinschaftsprojekt. Diese Zettel befinden sich in den Reis-Engelhorn-Museen, dort in der theatergeschichtlichen Sammlung, für die auch die Kollegin Dr. Siede verantwortlich zeichnet. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum das Reis-Engelhorn-Museum eine Theatersammlung hat, das ist historisch bedingt, geht zurück auch auf unseren ersten Archivar, Friedrich Walter. Das wurde getrennt angelegt und das wird heute immer noch so praktiziert. Und die Häuser teilen sich gewissermaßen dann auch die Auswertung und sie kooperieren sehr eng. Der erste Kooperationsschritt in diesem Sektor war 2014, 15, 16 ein Digitalisierungsprojekt. Wir haben diese über 100.000 Theaterzettel digitalisiert. Wir, das heißt in dem Fall unsere beiden Institutionen, aber auch noch der Mannheimer Altertumsverein, den ich ebenfalls hier erwähnen möchte. Mit einer Digitalisierung ist es allerdings was. Das hat uns nicht ausgereicht. Wir haben dann den nächsten Projektschritt angegangen. Und zwar haben wir damit begonnen, die ganzen Theaterzettel, das sind, wie gesagt, jede Aufführung, zu jeder Aufführung gibt es einen Zettel, in einer Datenbank zu erfassen. Und damit waren wir zwar nicht die Ersten in Deutschland, die sowas gemacht haben oder sowas machen. Es gibt auch andere Institutionen, die Theaterzettel in der Datenbank erfassen, aber wir waren die erste Institution deutschlandweit, vielleicht auch weltweit, das weiß ich gar nicht, die sich hier auf ehrenamtliches Engagement stützen konnte. Wir haben ein sogenanntes Crowdsourcing-Projekt ins Leben gerufen, und zwar, das war während der Corona-Zeit, als wir den
direkten Kontakt mit den Ehrenamtlichen, die hier für unser Haus arbeiten, verloren haben. Also, oder als der nicht möglich war, da haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen, eine Datenbank programmieren lassen mit einer entsprechenden Maske. Sie sehen das dann, denke ich, alles noch. Und da konnten wir uns dann eben auf externe Hilfe stützen. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei allen diejenigen, ich kenne die gar nicht alle, aber sind welche da, die Theaterzettel erfassen? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, ja, genau. Also, herzlichen Dank. Sie kommen gerade rechtzeitig. Aber auch all diejenigen, die uns im Stream zuschauen und uns bei dem Projekt unterstützen, an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank. Also, wie gesagt, das ist eine große Besonderheit, dass das in einem Ehrenamtprojekt geschultert wird. Und da kann ich nur sagen und bin stolz drauf, Mannem ist vorne, auch was das Ganze anbetrifft. Und daher denke ich, dürfen wir gespannt sein über die Geschichten zum Nationaltheater, aber auch über dieses Projekt zu erfahren. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen spannenden Vortrag, bin überzeugt, das wird man sehen und im Anschluss wird es dann noch die Möglichkeit geben, mit der Referentin und dem Referenten zu diskutieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Das mit dem großen Bild, das wird sich zeigen, ob wir das liefern können. Ich würde sagen, wir liefern eher ein Kaleidoskop. Sie werden auch sehen, im Folgenden werden immer wieder einzelne Zettel auftauchen, wo wir auf einzelne Dinge hinweisen. Es ist aber eher so ein sehr vielschichtiges Bild, könnte man sagen. Das Nationaltheater ist ein Haus mit einer langen Geschichte und es hat einen besonderen Platz im Herzen vieler Menschen hier in Mannheim. Deswegen gibt es auch unheimlich viele Bücher und Aufsätze zu dem 1777 als Nationalschaubühne eröffneten Haus. Es gibt Bücher zu wichtigen Persönlichkeiten, zum Gebäude, dem Spielbetrieb bzw. den Brettern, die die Welt bedeuten, um mit Schiller zu sprechen, der ja mit dem Haus auch verbunden ist. Wir wollen Sie hingegen mit einem Thema bekannt machen, das noch nicht so oft behandelt wurde. Und zwar geht es uns, wie der Titel schon sagt, um die Zettel, die die Welt bedeuten. Doch wer sind wir? Wir, das sind Frau Dr. Siede von den Reichs-Engelhorn-Museen und ich. Und gemeinsam wollen wir Ihnen die Theaterzettel des Nationaltheaters vorstellen. Und hier sieht man schon mal einen Zettel als Beispiel. Das ist hier eine Aufführung von AIDA. Und was ich schon mal sehr schön finde, als kleines Detail, der ist von 1908 und hier glaube ich direkt den Jugendstil erkennen zu können oder Art Deco, wie auch immer man das nennen möchte. Und mir ist auch eher zufällig ein Detail aufgefallen, als hier ist es vergrößert, als ein Sänger ist hier Fritz Vogelstrom und dann fiel mir ein, wir haben ja im Archivum ein Bildalbum mit ganz vielen Darstellerinnen und Darstellern im Nationaltheater, die unheimlich schön skurrile Kostüme haben und da ist er, der Fritz Vogelstrom. So kann man Querbezüge herstellen, wenn man denn möchte. Von diesen Theaterzetteln, wie der hier, den Sie hier sehen, gibt es eine ganze Menge. Wir schätzen, dass es über 100.000 sind. Die lagern in rund 300 dicken Bänden in den Reichs-Engelhorn-Museen. Und diese Zettel werden, wie Herr Stockert schon meinte, aktuell in einem Crowdsourcing-Projekt erschlossen von Freiwilligen im Internet. Frau Dr. Siede wird Ihnen nachher die theatergeschichtliche Sammlung der Reichs-Engelhorn-Museen vorstellen und Ihnen dabei auch einige Schmankerl und Schmuckstücke zeigen. Ich werde Ihnen nachher dann in so einer Art Werbeblock unser Crowdsourcing-Projekt vorstellen und ich möchte Ihnen auch unser Theaterzettelportal zeigen, wo man dann online die bereits erschlossenen Theaterzettel auch recherchieren kann. Da zeige ich Ihnen gewisserweise, wie man die Theatergeschichte ins 21. Jahrhundert bringen kann. Doch bevor wir damit anfangen, sollten wir vielleicht eine Sache klären. Denn ganz vielleicht sitzt ja doch noch jemand hier, der oder die sich fragt, was sind denn eigentlich Theaterzettel? Theaterzettel waren eine Form von Werbe- und Informationsmedium für anstehende Theateraufführungen mit allen wichtigen Informationen, beispielsweise Titel, Uhrzeit, Eintrittspreise und viel mehr. Diese Theaterzettel wurden tagesaktuell verteilt, ausgelegt und ausgehängt und waren in ganz unterschiedlichen Formaten zu finden. Und so sieht dann ein Theaterzettel beispielsweise aus. Wir haben hier die Räuber, habe ich aus naheliegenden Gründen gewählt, allerdings in der Aufführung von 1858. Und so ein Theaterzettel lässt sich idealtypisch eigentlich immer in drei verschiedene Teile gliedern. Wir haben einmal den Kopfteil,
Beim Kopfteil hat man in der Regel immer den Spielort drin oder eine obrigkeitliche Bewilligung, wenn man eine Wandertruppe hat, die unterwegs war und natürlich eine Spielerlaubnis brauchte. Dann haben wir den Informationsblock, da sind eigentlich alle wichtigen Dinge drin, Titel, Genre, Ensemble, solche Geschichten. Und dann gibt es einen Fußteil, wo solche Dinge drinstehen, wie Uhrzeit, Eintrittspreise und ehrlich gesagt alle möglichen Infos, die es so geben kann. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Hier im Kopfteil sieht man beispielsweise bei den Räubern schon ganz schön, dass wir hier das Großherzogliche Hof- und Nationaltheater in Mannheim vor uns haben. Weil die Vergrößerung es gerade hergibt, will ich nur darauf hinweisen, dass Theaterzettel immer sehr schön verziert sind und diese Verzierungen können auch variieren, zu besonderen Anlässen beispielsweise. Da sehen wir nachher auch noch ein schönes Beispiel. Und diese Verzierungen können mitunter auch auf politische Wechsel hinweisen und eine größere Bedeutung haben. Das sehen wir jetzt in der nächsten Folie. Wir haben hier eine Aufführung vom 24. Januar 1919 und da hat man hier noch das Wappen vom Großherzogtum Baden mit Wappenkrone. Einen Tag später, am 25. Januar, haben wir, wie heißt sie nochmal, die Republik Baden ohne Wappenkrone. Vielen Dank übrigens an meinen Kollegen Herrn Feil, der mich darauf hingewiesen hat, auf diesen Zettel. Und das stimmt jetzt nicht überein mit irgendeinem Parlament, das sich dann gegründet oder eröffnet hat, aber es hat natürlich zu tun mit der Novemberrevolution. Und ist sehr schön, wie man dann irgendwann gemerkt hat, dass man die Krone vielleicht dann mal loswerden sollte. Im Mittelteil kann es unterschiedlich viele Informationen geben. Wir haben hier bei den Räubern von 1858 noch relativ spärliche Informationen. Wir sehen, es ist ein Trauerspiel in 5 Abteilungen von Schiller, denn nicht mal der Name steht halt da, der Vorname. Wir haben das Ensemble. Je weiter man in die Gegenwart kommt mit den Theaterzetteln, umso mehr Informationen hat man. Dann hat man irgendwann die Inszenierung drauf, man hat auch technisches Personal, das kann also stark variieren tatsächlich. Und dann kommen wir schließlich zum Fußteil. Und da kann halt gefühlt alles stehen. Wichtig ist natürlich die Eintrittspreise, aber hier steht zum Beispiel auch, wer krank ist, nämlich 2 Leute fallen aus. Und was ich besonders schön finde, wir haben hier die Eisenbahnverbindung. Man kann die auch direkt mit so einem kleinen Finger sehen. Und diese Eisenbahnverbindungen werden seit 1841 mit abgedruckt, damit Leute auch alle wissen, wie sie wieder gut nach Hause kommen können. Auch wenn Theaterzettel in verschiedenen Zeiten immer ein bisschen anders aussehen, Sie sehen nachher noch Beispiele, kann man grundsätzlich sagen, dass der Aufbau fast immer so ist. Das heißt, kennt man einen Theaterzettel, erkennt man eigentlich immer alle anderen auch. Eine Ausnahme bilden die ganz, ganz frühen Theaterzettel. Und ich habe hier jetzt mal ein Beispiel, nämlich den ersten gedruckten Theaterzettel, der überhaupt noch in Deutschland erhalten ist. Und das ist ein Zettel aus Rostock. Ist nicht ganz so gut erhalten. Ist bei den Wikimedia Commons, deswegen habe ich hier sonst weiter keinen Hinweis gegeben. Man sieht, dass das hier ein Fließtext ist. Und so wurden tatsächlich im 16. und teilweise im 17. Jahrhundert Theaterzettel noch gemacht. Und in dem Fließtext wird dann meistens natürlich in barocker Sprachfülle erzählt, warum das Stück so spektakulär ist, was man dann gucken soll. In dem Fall geht es übrigens um ein religiöses Stück, das nur so am Rande. Aber abgesehen von diesen frühen Ausnahmen hat ein Theaterzettel immer eigentlich einen sehr klaren Aufbau. Diese Theaterzettel waren ein Phänomen, das sich durch die frühe Neuzeit hindurch komplett bis in die Gegenwart gehalten hat. Auch wenn im 20. Jahrhundert dann Programmhefte auch immer wichtiger werden natürlich. Das bedeutet, Theaterzettel sind eine ganz wichtige Quelle für die Theaterwissenschaften und die Theatergeschichte. Zum einen, weil man viel über das Repertoire einer Bühne natürlich lernen kann, also was wurde überhaupt gespielt. Darüber hinaus erfährt man aber auch viel über das Personal. Und man kann auch über die Selbstdarstellung von Theatertruppen und Schauspielhäusern etwas lernen, beispielsweise durch Verzierungen und solche Geschichten. Und in gewisser Weise bieten diese Theaterzettel sogar, man könnte sagen, einen Resonanzraum für größere politische und gesellschaftliche Umwälzungen und Veränderungen. Dafür habe ich mal nur 2 Beispiele rausgeholt. Wir haben hier links einmal einen Theaterzettel von Dezember 1918, also relativ kurz nach der Novemberrevolution. Und passend dazu gibt es eine Vormittagsaufführung mit dem Thema Revolutionen und da werden so Dinge aufgeführt oder gelesen wie ein Abschnitt aus dem Kommunistischen Manifest von Marx, die weiter hinten sitzen, sie müssen mir einfach vertrauen, dass das das Kommunistische Manifest ist. Dann haben wir irgendwo auch noch was aus Dantons Tod, also alles sehr revolutionär. In eine ganz andere Richtung geht dann wiederum ein Theaterzettel von 1933,
Ich habe hier übrigens extra einen Ausschnitt gewählt aus unserem Theaterzettelportal, damit Sie schon mal so einen Vorgeschmack bekommen, wie das bei uns dann eigentlich aussieht online. Hier wurde ein Stück aufgeführt, das Joseph Goebbels geschrieben hat. 1.7.1933, also noch mehr oder minder kurz nach der Machtergreifung. Das heißt, auch da merkt man, wie die Politik Einfluss auf den Spielplan nimmt. Und es wäre sicherlich wünschenswert, mithilfe der Theaterzettel auch mal auszuwerten, wie es eigentlich mit den Darstellerensemble sich verhält im Jahr 1933. Es gibt aber auch ganz andere Bedeutungsdimensionen für Theaterzettel, um wieder auf ein etwas leichteres Thema zu kommen. Denn Theaterzettel konnten auch eine symbolische Bedeutung haben. Die wurden nämlich zum Teil gesammelt, so wie man auch heutzutage Konzerttickets und solche Sachen sammelt. Und da habe ich ein ganz schönes Zitat vom Schauspieler August Wilhelm Iffland, der ja auch in Mannheim kein ganz Unbekannter ist. Der beschreibt nämlich seinen ersten Theaterbesuch im Schlosstheater Hannover und da spielen auch Theaterzettel eine Rolle. Er nennt sie der Zeit entsprechend Komödienzettel. Er schreibt: Mein Vater gab mir den Komödienzettel und erklärte mir die Person. Er gab mir Lehren, wie ich mich im Schauspielhause zu betragen hätte. Ich sollte still, sittsam, ruhig sein, nicht umhergaffen, die Augen nach dem richten, was auf dem Theater vor sich ginge, wohl Acht haben, was dort für nützliche Dinge gesagt würden. Den Komödienzettel steckte ich mit aller Sorgfalt wie ein Reisepass zu mir. Die Komödienzettel las ich wie Bücher der Weisheit. Hier wird also der Theaterzettel fast schon Teil eines Initiationsritus, so wie wenn heute Teenager ihr erstes Bandshirt kaufen oder so. Das erinnert mich wirklich ein bisschen daran. Karl Philipp Moritz schreibt sowas Ähnliches in einem Essay. Er schreibt: Man brachte in das Haus, worin ich logierte, alle Tage einen Komödienzettel. Wie begierig war ich, ihn zu sehen, und wenn ich einen eigenen bekommen konnte, wie hob ich ihn als ein Heiligtum auf. Sehr schönes Zitat, finde ich. Die Entwicklung der Theaterzettel, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen, hängt übrigens eng mit den Wandertruppen der frühen Neuzeit zusammen. Früher gab es ja keine feste Bühnen, das heißt, es gab Wandertruppen, die immer durchs Land zogen und immer woanders aufgetreten sind. Und um Werbung für ihre Aufführungen zu machen, damit die Leute überhaupt wussten, dass sie eben in einen Ort einziehen, gab es immer einen großen feierlichen Einzug mit Harlekinen, mit Trompeten, mit Trommeln und also Geschichten und viel Spektakel. Aber zunehmend hat die Obrigkeit dann gesagt, nee, wir wollen das nicht, das ist uns zu viel Ärger und hat dann immer mehr solche Einzüge verboten. Und die Theaterzettel wurden deshalb immer wichtiger, weil die so eine Art Ersatzwerbung dann waren, statt eines feierlichen Einzugs. Und, so habe ich es dann aus der Literatur entnommen, ab ungefähr 1740 kann man sagen, dass Theaterzettel sich flächendeckend als ein Medium durchgesetzt haben und man sie eigentlich überall findet. Wie sah es nun eigentlich in Mannheim mit Theaterzetteln aus? Zunächst habe ich hier nochmal eine kleine Folie mit Ansichtsmaterial. Ich habe hier mal Zettel aus verschiedenen Zeiten genommen, einmal von 1898, von 1949 und von 1974. Und hier sieht man auch schon sehr schön, wie sich die Zettel im Stil einfach immer mehr ändern. Man hat hier noch irgendwie natürlich sehr viel Verzierung. Es ist noch das Großherzogliche Hof- und Nationaltheater. Das ist hier schon sehr viel reduzierter. Es ist nur noch das Nationaltheater und wird dann in den 70ern sogar noch ein Stück schlichter. Was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass hier dann schon die Theaterzettel in Programmhefte eingelegt werden und dann einfach ein anderes Format haben und ein bisschen schlichter sind. Wir wissen auf jeden Fall über Theaterzettel in Mannheim, dass schon die Bretterbühne am Marktplatz Theaterzettel rausgegeben hat. Seit der Gründung des Nationaltheaters wurden dann regelmäßig Theaterzettel zu allen Aufführungen eigentlich verteilt, soweit wir das wissen. Diese Zettel wurden öffentlich angeschlagen, sie wurden aber auch in Gaststätten ausgeteilt und es gab Zettelträger, die haben den Abonnementen die Zettel direkt nach Hause gebracht und dann ein Trinkgeld bekommen. Was wiederum die Produktion der Zettel angeht, so lässt sich für den Anfang sagen, dass die Druckerei des katholischen Bürgerhospitals die Zettel gedruckt hat und später dann hat es die Druckerei Ferdinand Kaufmanns übernommen. Irgendwann wurde auch mal die Produktion der Zettel komplett outgesourced. Da gab es dann eine Firma, die hat die Zettel gedruckt, verteilt und Geld dafür genommen. Das heißt, die Zettel wurden verkauft. Das wurde aber wieder rückgängig gemacht und dann hat man die Zettel wieder umsonst verteilt, weil anscheinend lief das Geschäft nicht so gut. Darüber hinaus ist mir bei der Recherche noch aufgefallen,
Wenn man genau hinguckt, gibt es auf sehr vielen Theaterzetteln einen Hinweis, wer die eigentlich gedruckt hat. In dem Fall die Mannheimer Vereinsdruckerei im Jahr 1898. Das heißt, man kann hier systematisch die Druckorte auswerten, oder die Druckereien. Was man leider nicht so leicht rekonstruieren kann, ist, wie das genau ablief mit den Zettelträgern beispielsweise. Wir haben da sehr wenige Informationen, weil die Quellen dazu stand jetzt als verloren gelten müssen leider. Das hätte mich sehr interessiert, wie eigentlich so eine Sozialgeschichte der Zettelträger ausgesehen hätte. So, jetzt haben Sie mal einen Überblick, was Theaterzettel eigentlich sind, was eigentlich in Mannheim mit Theaterzetteln los war. Und jetzt darf ich zu meiner Kollegin Frau Siede überleiten. Dann darf ich mich auch ganz herzlich für die freundliche Einführung bedanken, aber nicht nur für die freundliche Einführung, sondern auch für die Einladung, das Referat, den Vortrag heute Abend gemeinsam mit meinem Kollegen aus dem Archivum zu bestreiten. Ich gehe mal gleich eine Folie weiter. Ich möchte gern mit dieser Folie, die Ihnen das Museum Zeughaus in den Remm zeigt, beginnen. Denn in den Remm befindet sich ein Teil des sogenannten materiellen Erbes des Mannheimer Nationaltheaters. Und ich sage jetzt ganz bewusst nur ein Teil, denn alles, was man vielleicht als Verwaltungsschriftlichkeit des Nationaltheaters bezeichnen könnte, geht bzw. ging an das Archivum, während das, was eher der künstlerische Nachlass ist, oder als künstlerischer Nachlass anzusprechen wäre, in den Remm zu finden ist und dort auch weiterhin gesammelt wird, mit Ausnahme von den Dingen, die natürlich als Stiftung eines Bühnenbildners oder als Stiftung einer Kostümentwerferin in einem anderen Zusammenhang oder Kontext bleibt. Damit möchte ich sagen, wird das Theatergedächtnis in Mannheim eigentlich von zwei Institutionen betreut und ist zugleich, und das ist eine Besonderheit, auch am Entstehungsort des Theaters in Mannheim zu finden. Die weitaus umfangreichsten Bestände unserer Theatersammlung stammen aus dem Mannheimer Nationaltheater. Sie werden gleich noch sehen, es gab ja auch weitere Orte, wo Theater gespielt wurde. Einer wurde auch schon von meinem Vorredner etwas erwähnt. Und zwar das Mannheimer Nationaltheater, das 1779 als nationale Schaubühne, beziehungsweise die Namen dieses Theaters wechseln ja in der Anfangszeit etwas, im umgebauten ehemaligen Zeughaus auf B3, dem heutigen Schillerplatz, eingerichtet wurde. Damit gehört das Mannheimer Theater, und das ist auch eine Besonderheit, zu den ganz frühen nationalen Schaubühnen überhaupt. Also als ein weiteres Beispiel aus dieser frühen Zeit wäre zum Beispiel in Wien das alte Burgtheater zu erwähnen. Aus diesen frühen Jahren gehören zu den Sammlungen der Remm zum Beispiel Skulpturen und Baufragmente des alten Nationaltheaters auf B3, sowie zum Beispiel auch ein Bühnenbildmodell aus dem 18. Jahrhundert, das als eines der ältesten erhaltenen Bühnenbildmodelle überhaupt gelten muss, und einen Blick in den Schwetzinger Park mit Minerva-Tempel zeigt. Wenn Sie es sehen wollen, wir haben es derzeit als Dauerleihgabe an das Schlossmuseum verliehen. Zu dem weiteren künstlerischen Entwurfsmaterial, was bei uns verwahrt wird, zählen vor allem Bühnenbildentwürfe, Kostümentwürfe, Charakterdarstellungen, aber auch andere Entwurfsmaterialien. Und das ist, wie ja schon angedeutet, bei den Theaterzetteln
in bestimmten Bereichen bei uns auch eigentlich bis in die heutige Zeit, also bis ins 21. Jahrhundert hinein vertreten. Hinzu kommen beachtliche Altbestände innerhalb unserer Theaterbibliothek. In ihr lagern über 500 Libretti für Opern- und Ballettaufführungen, die aus der Zeit des 17. Jahrhunderts bis ins frühe 19. Jahrhundert stammen und die der historische Fundus des alten Nationaltheaters auf B3 waren. Also im Grunde etwas, was heute gemacht wird. Häufig fragt das Nationaltheater bei uns an, wie ist denn das Erbe, was gab es an historischer Vergangenheit zu unserem Theater? So hat sicher auch auf B3 das alte Nationaltheater es schon gemacht. Die hatten einen Fundus mit Libretti, zum Teil auch aus anderen Ländern, aus im Grunde ganz Europa. Zudem verwahren die REM einen umfangreichen Bestand an Soufflier, Regie, Inspizienten und Rollenbüchern, der von den Anfängen des Nationaltheaters bis in die jüngsten Jahre reicht. Darunter auch weltberühmte Stücke, wie zum Beispiel das Soufflierbuch zu Schillers Räubern von Trinkle. Bei diesem Altbestand, um Ihnen davon in etwa eine Vorstellung zu geben, handelt es sich um etwa 60 laufende Regalmeter in unserer Bibliothek. Das ist eine Schätzung unseres Bibliothekars aus dem Juni 2021, aber das nimmt natürlich auch laufend zu. Vereinzelt kriegen wir ja auch mal Altbestände geschenkt. Vor kurzem gab es auch für die Theaterzettel so ein kleines Mäppchen aus Mannheimer Privatbesitz. Also solche Sammlungen befinden sich im Wachsen. Dies spiegelt auch eine ganz besondere Situation Mannheims im späten 18. Jahrhundert wider. Denn an diesem Bücherboom, wenn man es modern formulieren möchte, hatten drei Verleger Anteil, die zugleich selbst Schriftsteller waren und außerdem ganz engen Kontakt zum Mannheimer Nationaltheater hatten. Christian Friedrich Schwan wäre der eine, dann der Jesuit Anton Klein und dann auch Tobias Löffler. Hinzu kommt für den Bereich der Noten Johann Michael Götz und für das 19. Jahrhundert wäre als berühmter Musikverleger natürlich Emil Heckel zu nennen. Im Kontext der Rekonstruktion von Repertoire und Aufführungen der neuen nationalen Schaubühne in Mannheim, aber auch im Kontext vieler weiterer Fragen, hat ein Sammlungsbestand ganz besondere Bedeutung. Und das sind die Theaterzettel. Darauf hatte ja mein Vorredner auch schon verwiesen. Sie werden wirklich häufig oder eigentlich am allermeisten von allen Beständen in unseren Sammlungen angefragt von Forschern, von Wissenschaftlern auch aus dem Ausland und werden bis heute in der Bibliothek der Reichs-Engelhorn-Museen verwahrt. Es handelt sich um weit mehr als 100.000 Blatt und auch das ist wiederum eine wachsende Zahl, da ja für das Nationaltheater nach wie vor Theaterzettel gedruckt werden. Die werden uns auch, und das ist sehr glücklich, nach wie vor systematisch übergeben. Allerdings haben die Zettel dann eine etwas andere Funktion als die ganz frühen Zettel. Das wurde ja auch gerade schon angedeutet. Nur für die Corona-Zeit ergibt sich bei uns eine kleine Lücke, da damals ja zum Teil Stücke ausfielen, gar nicht gespielt wurden und manches auch in das Digitale verlagert wurde. Und das stellt natürlich ganz neue Herausforderungen auch an uns bezüglich der Archivierung, wenn wir diese Vollständigkeit der Theaterzettel weiterhin erhalten wollen. Von 1779
bis zum Ende der Spielzeit 1981/82 liegen uns die Theaterzettel in gebundener Form vor, also so, wie Sie das hier etwa in der Folie sehen können. Sie sehen auch, dass manche Bände hier im Regal ein grünes Erscheinungsbild haben und andere Bände braun eingebunden sind. Und in der Tat, es gibt zwei Reihen. Das ist auch ganz interessant zu sehen, denn die grüne Reihe beginnt mit Band 1. Auch bei der Digitalisierung ist das so eingehalten, mit der Ära des Intendanten Dahlberg 1781 und reicht dann bis 1877. Das Jahr, und wohlgemerkt das Jahr 1877, markiert dann oder ist der Band 94. Und es ist wirklich richtig, dass ich Ja sage, weil innerhalb dieser grünen Reihe die Theaterzettel wirklich von Januar bis Dezember einfach nach Kalenderjahren abgelegt sind und nicht nach Spielzeiten. Spielzeiten sind allerdings auch schon in der grünen Reihe vermerkt. Die braune Reihe beginnt dann mit dem Band 95. In ihm ist die Spielzeit, also in ihr, also der braunen Reihe, ist die Spielzeit von 1779 80 enthalten. Und diese Reihe endet mit der Spielzeit 1938-39. Danach gibt es die Spielzeiten auch, aber diese Reihe sollten wir vielleicht als, wie es Hermann getan hat, schwarze Reihe oder nicht grüne und nicht braune Reihe bezeichnen, denn dort sind die Bände meistens schwarz oder schwarz-grau gebunden. Und für die Kriegsjahre haben wir auch einzelne Leitsordner, in denen die Theaterzettel versammelt sind. Da sind also noch keine Bände richtig gebunden. Ja, und diese Reihe wiederum, die geht dann bis 1981/82, also bis in diese Spielzeit. Diese beschriebenen Reihen liegen inzwischen auch alle digitalisiert vor. Und damit sind es knapp 300 Bände. Das ist also auch ein beachtlicher Umfang. Für die Jahre danach haben wir die Theaterzettel auch nach Spielzeiten sortiert, bei uns verwahrt, aber eben in Mappen oder Ordnern oder dergleichen. Und die sind derzeit noch nicht digitalisiert. Die frühen Bände der grünen und braunen Reihe haben im Wesentlichen handschriftliche Zettel, also noch keine gedruckten Zettel. Dank einem Vermerk von der Hand Johann Daniel Trinkles, der in Band 95, also diesem ersten Band der braunen Reihe, attestiert, ich zitiere, für richtig befunden, handelt es sich bei der braunen Reihe auch gleichsam um eine offizielle Version des Nationaltheaters. In der braunen Reihe finden sich dann ab der Spielzeit 1804/5 nur noch gedruckte Zettel. Da hört die Zeit mit den handschriftlichen Zetteln auf. Dies, aber auch der Vermerk Trinkles, sprechen dafür, dass man das Theatergedächtnis für die Jahre davor, also ab der Spielzeit 1779/80, bis 1803/4 schon damals rekonstruieren musste. Und das ist auch sehr interessant. In Mannheim beginnt also die Beschäftigung mit dem Theatergedächtnis sehr, sehr früh. Das können wir in anderen Sammlungen von Theaterzetteln nicht so bemerken. Die grüne Reihe stammt aus dem Privatbesitz von Stefan Gruer. Auch in dieser Reihe
sind ab dem Kalenderjahr 1804 gedruckte Originalzettel vereinigt. Zuvor ist nur selten ein Druck eingebunden. Ab 1790 kann man feststellen, dass offenbar gedruckte Zettel, die man hatte, handschriftlich korrigiert wurden, sodass der Zettel genau auf eine bestimmte Aufführung passte und damit diese Aufführung gleichsam rekonstruierte. All das spricht also wieder dafür, dass hier Theatergedächtnis um 1800 rekonstruiert wurde. Beide Reihen sind nicht identisch, ergänzen sich vielmehr vorzüglich, denn manchmal findet man bestimmte Informationen in der grünen Reihe, aber nicht in der braunen oder umgekehrt. Also da sind wir in Mannheim auch in einer glücklichen und ganz ungewöhnlichen Lage. Damit bleibt festzuhalten, dass bei der Mannheimer Theaterzettelsammlung eine äußerst geschlossene Überlieferung von den Anfängen bis heute vorliegt. Und zugleich ist diese Überlieferung auch am Ort des Theaters und da lege ich auch als Museum einen gewissen Wert drauf, im Kontext des weiteren materiellen Erbes des Theaters verwahrt. Manchmal will man ja auch etwas hinterfragen, überprüfen und da kann es durchaus von Bedeutung sein, auch dieses weitere materielle Erbe mit einzubeziehen. Und in dieser Tatsache setzt sich eigentlich die Mannheimer Zettelsammlung von den Beständen anderer Theaterzettelsammlungen, wie zum Beispiel in Berlin, Düsseldorf, Hamburg oder München ab. Etwa ab 1806 finden sich immer wieder Anhänge in den Bänden, die Konzerte, Akademiekonzerte oder Besonderes enthalten, wie zum Beispiel Zirkusvorstellungen oder gar auch noch irgendwelche ganz anderen, manchmal auch eher damals scheinbar eingelegten Zettel. Bevor ich Ihnen da auch einen knappen Einblick in diese Anhänge geben werde, möchte ich jetzt noch eine Folie weitergehen und Ihnen diesen Stich der Gebrüder Glauber nach Johann Franz van der Schlichten von 1782 zeigen. Und anhand dieser Darstellung möchte ich darauf verweisen, Sie sehen hier links das umgebaute alte Zeughaus auf dem Schillerplatz, also das alte Nationaltheater. Ich möchte darauf verweisen, dass Orte, an denen in Mannheim Theater gespielt wurde, neben dem Nationaltheater auf B3 die Hofoper waren, dann das Jesuitenkolleg, das sehen wir hier hinter der Jesuitenkirche mit dem Flügel in Richtung Schloss. Und die Hofoper war ja beim Mannheimer Schloss im Querteil, praktisch hinter diesem Gebäude, was wir dort angedeutet vom Schloss sehen, untergebracht. Und dann ein weiterer Ort, eine improvisierte Bühne auf dem Mannheimer Marktplatz. Möglicherweise wanderten einzelne Dinge, zum Beispiel unmodern gewordene Schlossmöbel als Requisiten in die Hofoper, von dort in das Nationaltheater und so über Umwegen ins Museum. Möglicherweise sind auch in die Bibliothek auf diese Weise irgendwelche Libretti aus der Hofoper gewandert. Theaterzettel der Hofoper sind mir allerdings bislang in unseren Sammlungen nicht bekannt und nicht zu Gesicht gekommen. Also offenbar ist dieses systematische Sammeln von Theaterzetteln der neuen nationalen Schaubühne auch mit dem Gedanken des Nationaltheaters verknüpft. Ein Gleiches gilt für die Theateraufführung im Jesuitenkolleg, wo ja auch zwischen 1735 und 1773 Theater gespielt wird. Bisher haben wir keine Zettel zu den Jesuitendramen,
die dort im Mannheimer Kolleg aufgeführt wurden. Textbücher sehr wohl, die sind ja in der Bibliothek des BIUM. Umso mehr mag es erstaunen, dass unser ältester Theaterzettel ein Stück ankündigt, das von einer fahrenden Truppe in Mannheim aufgeführt wurde. Und hier in der Folie links sehen wir ihn. Es ist der Zettel für das Stück Codrus und das ist auch der einzige erhaltene Zettel eines Wanderensembles in Mannheim und zugleich eben unser ältester Theaterzettel. Sie sehen, dass er hier oben handschriftlich mit Mannheim 1766 beschriftet ist. Und wir wissen, dass der Unternehmer, der Entrepreneur, wie er hier auch genannt wird, Arnold Heinrich Porsch, in der ersten Jahreshälfte 1766 für etwa 18 Wochen auf einer Bretterbühne am Marktplatz in Mannheim gastierte. Interessant ist auch, erst wurde das Schauspiel Codrus gegeben und dann kam danach, das ist hier auch angegeben, noch das Hanswurst-Stück, was aufgeführt wurde, als Nachspiel gleichsam. Vermutlich wurde dieser Zettel in Mannheim gedruckt. Der Zettel rechts ist der erste Zettel und bisher einzige bekannte Zettel aus der Zeit vor Dahlberg, also aus dem Jahr 1777, und er war für die zweite Aufführung, die im Neuen Nationaltheater gegeben wurde, am 10. Januar 1777 gedacht. Die erste Aufführung war ja der berühmte Günther von Schwarzburg. Dieser Zettel kündigt das Stück Trau, schau wem von Johann Christian Brandes an. Und darauf, also fast gleich gestaltet wie Codrus, wo danach der Hanswurst aufgeführt wurde, hier wurde dann danach noch der dankbare Sohn von Johann Jakob Engel aufgeführt. Spannend ist, was auf dem Zettel im Kleingedruckten vermerkt ist und auch im etwas Beschädigten. Das ist dann der Bereich hier. Denn dort heißt es, etwas in Bezug auf die Eintrittspreise, dass die Zuschauer hinführo sowohl ins Parterre als in die Galerie und in den dritten Stock ohne Unterscheidung der Plätze nach Stand und Range Manns- und Frauenspersonen nach Gefallen eingelassen werden. Das heißt, dass Männer und Frauen ungeachtet ihres Standes sich ihren Platz einfach durch Entrichtung der Eintrittsgelder sichern konnten. Und das ist ein ganz gewichtiger Unterschied zu den Hoftheatern und ist wahrscheinlich deshalb in dieser ganz frühen Phase auch extra hier auf dem Theaterzettel mitgedruckt worden, weil damit einfach für die Bürger deutlich wurde, dass nun jeder den Zugang hatte. Außerdem ist, und das spricht auch für das Neue Nationaltheater, eben angegeben, auf der hiesigen neuen Nationalschaubühne soll dieses Stück aufgeführt werden. Ja, damit möchte ich auch übergehen zu einigen Einblicken, die Ihnen noch das illustrieren, was zum Teil ja auch schon erwähnt wurde, und zwar hier aus dem Band 1 der grünen Reihe, der Band von 1781. Hier sehen Sie auf der linken Seite einen Theaterzettel für Montag, den 1. Januar 1781. Es wird das Stück Die Jagd gegeben. Nach den aufführenden Personen, die hier aufgelistet sind, gibt es hier einen Vermerk. Und in dem Vermerk ist festgehalten, heute spielte Madame Pöschel vor ihrem Tod zum letzten Mal. Dann darunter Mademoiselle Fürst, die aber oben im Personal gar nicht auftaucht, wurde zu Mütterrollen in der Oper engagiert. Aus diesen Bemerkungen kann man eindeutig entnehmen,
dass diese handschriftlichen Zettel erst im Nachhinein angelegt wurden und rekonstruiert wurden, weil man konnte damals ja noch gar nicht wissen, dass das das letzte Mal war, bevor die Dame verstorben ist. Also schaut man das genau durch, kann man, denke ich, ohne Sekundärliteratur schon sehr viel zum Entstehen, zum Werden dieser Theaterzettelsammlung sagen. Der rechte Zettel ist der einzige gedruckte in diesem Band und wie wir ja schon gesagt hatten, sind die frühen Theaterzettelbände eigentlich im Wesentlichen mit handschriftlichen Zetteln ausgestattet. Es handelt sich um den Zettel zum Hofmeister von Jakob Michael Reinhold Lenz. Das Stück hatte übrigens auch nur kurz vor der Gründung des Nationaltheaters in Mannheim seine Uraufführung, also 1778. Und wir müssen jetzt fragen, warum hier ein gedruckter Zettel? Eventuell blieb er zufällig erhalten, da das Stück ja nicht aufgeführt wurde, wie unten wiederum in der Bemerkung zu lesen ist, denn die Dame konnte wegen Unpässlichkeit, also Mademoiselle Toscani, oder was, Madame Toscani kann wegen Unpässlichkeit, also das angekündigte Stück nicht gegeben werden. Also auch hier eine Information, die man vielleicht darauf beziehen kann und womit man erklären kann, warum hier ein gedruckter Zettel eingefügt wurde. Dann gehe ich noch eine Folie weiter. Hier habe ich jetzt drei Zettel versammelt. Auf der linken Seite wird hier unten vermerkt, Osterferien. Das ist in der frühen Zeit des Theaters ein wichtiger Zeitraum, denn in der Karwoche war kein Spielbetrieb. Das war dann die Ferienzeit für die Schauspieler. Also eine wichtige Information zur Rekonstruktion des Spielbetriebes. Aber es ist auch noch eine sehr interessante Information dabei. Familie Brandes, ganz unten hier, lesen wir das. Die ging vom hiesigen Theater ab und wurde von den meisten Mitgliedern bis Worms begleitet. Also offenbar wurden die nach Worms eskortiert, etwas, was man ja sonst eher bei ganz hochrangigen Personen erwarten würde. Das spricht vielleicht auch rückblickend für den Rang dieser Schauspieltruppe. In der Mitte ein Theaterzettel für den 19. April 1781. Und hier ist der Vermerk gegeben zum ersten Mal. Auch das ist ganz interessant. Heute wird ja immer angegeben, ob es sich um eine Uraufführung, eine Neuinszenierung, eine Erstinszenierung, eine Erstaufführung handelt. Damals heißt es eigentlich fast immer zum ersten Mal. Wir müssen also selbst etwas rekonstruieren, ob das wirklich eine Uraufführung war oder vielleicht eine Erstaufführung. Dann ist hier angegeben, und das ist auch interessant, ein pfälzisches Nationalschauspiel in drei Akten von Herrn Hofgerichtsrat Meyer. Und das wird dann in dem Kommentar hier unten, der wahrscheinlich etwas schwerer zu lesen ist, nochmal ausführlich erläutert. Herr Hofgerichtsrat Meyer, ein Mann, der in der vaterländischen Geschichte tiefe Kenntnisse besaß und die altdeutsche Sprache ganz in seiner Gewalt hatte, schrieb dies Stück, welches mit großer Wirkung gegeben wurde. Also die Angabe, pfälzisches Nationalschauspiel, bezieht sich sicherlich auf diese beiden Dinge. Und das wiederum passt ja dann auch vorzüglich zum Inhalt des Stiftungsbriefs der Kurpfälzisch-Deutschen Gesellschaft, die ja sich vorgenommen hatte, eine Nationalschaubühne zu errichten. Und sinngemäß wird in diesem Stiftungsbrief auch berichtet, dass Wissenschaft und Künste ein Mittel seien für die Glückseligkeit der Untertanen und die Schriften der Wissenschaft und auch die Künste müssten dann in Muttersprache vermittelt werden, damit es
jedem Pfälzer verständlich sei. Also hier liegt auch die Betonung auf den Pfälzern. Ja, und der Theaterzettel ganz rechts, der ist interessant, weil hier unten ganz am Ende Trinkle erwähnt wird, der jetzt als Souffleur, also am 29. April 1781 begann, nach dieser grünen Reihe. Solche Dinge kann man auch auf den nächsten Folien noch weiter vollziehen, zum Beispiel hier Madame Kurz zum Debüt, die dann aber total ausgelacht wurde, oder aber, dass das Theater auch mal Mannheim verließ und offenbar zur Kurfürstin nach Oggersheim zog und dort spielte, oder auch, wenn der Kurfürst nach Mannheim kam, wurde das auch auf den Theaterzetteln vermerkt. Also diese enge Bindung zu Karl Theodor vom Mannheimer Nationaltheater oder der nationalen Schaubühne, die ist auch über die Theaterzettel zu belegen. Als der Kurfürst kam, das ist hier unten der längere Vermerk, hat wohl auch die Feier der dritten Spielzeit stattgefunden, denn hier unten ist vermerkt, dass dies Schauspiel, was auf dem Zettel wiedergegeben wird, zur Feier des dritten Jahres frei gegeben wurde. Der Kurfürst gab 100 Dukaten der Gesellschaft zum Geschenk, wurde aber schlecht, kommt dann noch als Anmerkung, unter der Gesellschaft verteilt. Offenbar entstand dort Streit unter den Mitgliedern. Dann reiste der Kurfürst wieder ab am 12. Oktober und am Sonntag Karoli wurde nichts gespielt. Das zur Illustration, was man alles rekonstruieren und entnehmen kann, auch diesen eher spartanischeren Theaterzetteln der Frühzeit. Ich möchte jetzt noch mit meiner letzten Folie einen Sprung in die Zeit um, nicht ganz letzten Folie, aber mit dem Band von 1860, einen Sprung in die Zeit der Mitte des 19. Jahrhunderts machen und ganz kurz drei Dinge, die dort in den Anhängen zu sehen sind, präsentieren. Also als Anhang wurde diesem Band 80 eine ganze Serie an Beilagen zum 4. Mittelrheinischen Musikfest in Mainz beigefügt. Und zu diesem Musikfest reisten auch sehr viele Mannheimer Musikvereine an, sodass insgesamt etwa 1000 Musiker dort in Mainz versammelt waren. Man erwartete auch höchsten Besuch. Auch Seine Majestät König Ludwig von Bayern war anwesend und der Großherzog und die Großherzogin von Hessen. Zwischen diesen einzelnen Konzerten, so dokumentiert die Beilage, waren wohl Ausflüge vorgesehen und auch diverse Besichtigungen oder aber bei Wein geselliges Leben am Rheinufer. Und dazu ist wohl diese humoristische Beilage erstellt worden, bei dem der Autor meint und bedauert, dass es keine neuen Erfindungen von Instrumenten in der letzten Zeit gab. Wie etwa, und das ist hier erwähnt, musikalische Schwefelhölzer, die beim Anzünden zum Beispiel eine Mozartsche Ouvertüre hätten knistern lassen. Es gab auch keine abgerichteten Handschuhe mit vorgezeichneten Fingersätzen für Klavierspieler. Es gab auch keine Stiefel, die bei der Berührung mit der Bürste Variationen von Ernst oder Vieux-Temps geigen würden. All das wurde nicht erfunden. Deshalb muss er sich jetzt abmühen und Parallelen zwischen den Sängern des Waldes, den Vögeln, die hier rechts auch zu sehen sind, und den menschlichen Sängern herstellen. Und das ist sprachlich ganz schön gemacht. Wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie sich das an. Hier wird zum Beispiel beschrieben, wie menschliche Sänger oft Sorge haben, bei einem Konzert einen guten Flügel zu finden. Die Vögel, die haben da kein Problem, denn die haben ja stets zwei Flügel.
Manchmal fehlen auch bei den großen Choraufführungen beim Mittelrheinischen Musikfest Blätter der entsprechenden Stimmen. Die Vögel haben keine Probleme. Rings um sie herum ist ja alles voll mit Blättern. Das ist also ganz witzig gemacht. Ebenso interessant ist das nächste Blatt. Das ist als Erinnerungsblatt für dieses gewaltige Mittelrheinische Musikfest angelegt worden und hat eine ganze Reihe interessanter Vignetten, die einerseits Elemente, die in Verbindung stehen mit dem, was man damals als Rheinromantik bezeichnete, haben, wie zum Beispiel die Darstellung der Dampfschifffahrt, der Mainzer Dom als Sehenswürdigkeit, aber auch Gesang und Wein. Aber andererseits wird auch ein Aspekt dieses Musikfestes gespiegelt, nämlich die Freude über die Freiheit und das parlamentarische Leben in Mainz, seit es zum Großherzogtum Hessen gehört. Und das hängt eben mit der Vergangenheit von Mainz zusammen. Und zusammenfassend sagt das auch diese Banderole hier unten, die über dem Zeitungsleser zu erkennen ist: Mir scheint, die Harmonie ist groß am Rhein, da kann von Annexion wohl nicht die Rede sein. Schön ist auch, dass das Ganze hier oben mit dem Flussgott Rhein beginnt oder der Flussgott Rhein hier so dargestellt ist, wie er ja auch noch heute beim Schloss in Heidelberg zu sehen ist und im einstigen Hortus Palatinus ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Gruppe war. Und der Hortus Palatinus ist ja ein bisschen der Ausgangspunkt von Kunst und Kultur. Und das Letzte ist das, was ich als ganz ungewöhnlich für die Sammlung der Theaterzettel bezeichnen würde. Hier die Prachtvorstellung, ein Ringkampf, ähnlich wie das Schwinger heute noch in der Schweiz machen. Wahrscheinlich in Anspielung auf Schlachten zwischen Habsburgern und Schweizer Eidgenossen, denn hier ist ja auch an einer Stelle die Schlacht von Sempach erwähnt und Arnold von Winkelried. Und das ist ja eine Legende, die Bezug nimmt auf die Auseinandersetzungen zwischen Habsburgern und Eidgenossen. Ja, und diese Aufführung war wohl so begehrt, dass diese Ringer auch noch nach Düsseldorf und München durften. Und damit möchte ich diesen kleinen Einblick, also es gibt dort viel zu entdecken, schließen und wieder an meinen Kollegen übergeben. Ja, die Ringer sind schon toll, ne? Also finde ich auch großartig. So, jetzt haben Sie ein bisschen den Einblick bekommen, was für einen Schatz wir eigentlich mit den Theaterzetteln vor uns haben. Und jetzt kommen wir quasi zum Werbeteil der Veranstaltung. Denn ich möchte Ihnen erzählen, was wir im Archivum eigentlich mit den Theaterzetteln gemacht haben. Und Herr Stockert hat ja schon erzählt, wie wir die Zettel in einem Kooperationsprojekt mit den Reichs-Engelhorn-Museen digitalisieren haben lassen und wie wir damit ein Crowdsourcing-Projekt gestartet haben. Gestartet ist das Projekt im Februar 2022 und vielleicht für die damit noch nicht so viel anfangen können, wollte ich kurz erklären, was Crowdsourcing denn eigentlich ist. Crowdsourcing ist im Archivwesen mittlerweile eine gängige Praxis. Diese Menschen stehen, das ist ein Symbolbild für die Crowd, das sind nicht wirklich unsere Leute. Und beim Crowdsourcing geht es darum, dass Freiwillige verschiedene Quellen verzeichnen, erfassen, transkribieren. Und das sind in der Regel Quellen, die Archive alleine in dieser Tiefe nie erschließen könnten. Und es gibt viele Erfolgsgeschichten im Bereich Crowdsourcing, vor allem wenn es darum geht, Bilder zu erschließen oder personengeschichtliche Quellen zu verzeichnen, zum Beispiel Kirchenbücher und sowas. Wir sind aber, das gucke ich mir jetzt ab, die weltweit erste Institution, die Theaterzettel per Crowdsourcing verzeichnen lässt, behaupte ich mal.
Und, so viel darf ich schon vorwegnehmen, wir waren so erfolgreich, dass unser Beispiel auch Schule macht, was mich sehr freut. Denn die Wien-Bibliothek hat beispielsweise jetzt auch angefangen mit einem ähnlichen Projekt, wo auch Theaterzettel per Crowdsourcing erfasst werden. Ich könnte Ihnen jetzt noch mehr über das Projekt erzählen, aber wir haben einen ganz tollen Clip, wo das Ganze viel spannender dargebracht wird als von mir. Deswegen gibt es jetzt eine 2-minütige Filmpräsentation. Sie möchten etwas über das neue Crowdsourcing-Projekt des Archivums erfahren? Und jetzt fragen Sie sich bestimmt, wo Sie hier eigentlich gelandet sind. Wir befinden uns am Anfang, im Nationaltheater Mannheim. Also genau genommen darunter, in der Wunderkammer. Das NTM besteht seit 1777 und fast genauso lange gibt's Mannheimer Theaterzettel. Theaterzettel waren kleine Plakate für aktuelle Stücke, so eine Art frühe Theaterwerbung. Auf ihnen finden sich alle wichtigen Infos zu einem Stück. In Mannheim gibt es davon sehr viele und sie lagern in dicken Bänden in den Reichs-Engelhorn-Museen. Digitalisiert wurden sie vom Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Jeder Theaterzettel wird bald online abrufbar sein. Eine tiefe Erschließung war leider nicht möglich, die Menge an Zetteln ist einfach zu groß. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Als Freiwillige können Sie online besondere Aufgaben übernehmen. Und zwar durch Crowdsourcing. Der Plan ist, jeden einzelnen Theaterzettel in einer Datenbank zu erfassen. So wird das Archiv ein Archiv für alle und alle werden Teil des Archivs. Gab es 1835 Trends im Nationaltheater Mannheim? Welche Regie hat was inszeniert? Das alles und noch viel mehr wird man online recherchieren können und mit anderen Schauspielhäusern vergleichen können. Unterstützen Sie das Archivum und helfen Sie dabei, das kulturelle Erbe Mannheims zu erschließen. Melden Sie sich an und Sie bekommen online einen digitalen Band zugeordnet. Und dann kann's losgehen. So, nun wissen Sie ein bisschen mehr über unser Projekt und worum es eigentlich geht. Ich möchte es Ihnen im Folgenden noch ein bisschen genauer vorstellen und keine Sorge, ich zeige Ihnen nachher auch unser Portal und zeige Ihnen da noch ein paar Theaterzettel, wie man sie dann online sich anschauen kann. Zunächst fragen Sie sich vielleicht, warum haben wir eigentlich Theaterzettel ausgesucht? Das hat letztendlich zwei Gründe. Bevor ich die Ihnen schildere, möchte ich noch auf diese Seite eingehen. Die habe ich zufällig gefunden, diesen Zettel, und konnte ihn nicht richtig unterbringen, deswegen habe ich ihn hier gebracht. Man hat hier, das nur noch am Rande, einen Theaterzettel aus dem Jahr 1913 und das ist eine Festvorstellung, wie man sieht, und zwar, weil hier der Großherzog und die Großherzogin von Baden da waren, Friedrich II. Und seine Gattin, und was besonders schön ist an dem Zettel, ich habe ja schon auf Verzierung hingewiesen. Die Verzierung bei diesem Theaterzettel ist eine gänzlich andere, als man sie sonst sieht. Insbesondere auch hier mit den Theatermasken ist das sehr, sehr schön gemacht. Ansonsten sieht man aber, wie immer, eine relativ klare Struktur. Und diese klare Struktur ist einer der Gründe, warum Theaterzettel perfekt für Crowdsourcing sind. Denn sie sind zumindest fast immer gedruckt, wenn man von den frühen Beispielen absieht. Sie sind immer sehr einheitlich strukturiert und das macht es für Leute sehr leicht, sie zu erfassen. Man muss sich nicht immer neu reindenken und das ist gut für Crowdsourcing. Aber gleichzeitig sind Theaterzettel auch eine Einladung in die Theatergeschichte. Es ist eben nicht nur etwas, was man einfach abschreibt, sondern man fängt an, sich mit den Stücken auseinanderzusetzen. Wenn man will, kann man in die Tiefe gehen und mehr recherchieren. Und das macht Theaterzettel so spannend für Crowdsourcing, weil man eben ganz nach seiner und ihrer eigenen Fasson gucken kann, wie tief man in die Theatergeschichte einsteigen möchte. Der zweite Grund, warum Theaterzettel gut sind für Crowdsourcing, gerade auch in Mannheim, hat mit dem Nationaltheater zu tun. Das Nationaltheater in Mannheim hat ein ganz besonderes Standing und eine überregionale Ausstrahlung. Und wir vom Archivum möchten ja, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadtgeschichte auseinandersetzen. Und dann ist es klug, ein Thema zu nehmen, was viele interessiert. So kamen wir auf die Theaterzettel. Aber auch das beste Thema oder die beste Quelle vielmehr garantiert eben nicht, dass auch wirklich man die Leute erreicht. Deswegen muss man auch ein bisschen Werbung machen, denn wenn man keine Crowd findet, funktioniert Crowdsourcing nun mal nicht.
Und wie haben wir also unsere Freiwilligen gefunden? Das ist letztendlich die Frage. Wir haben einmal diesen Filmclip produzieren lassen. Wir haben mit Flyern gearbeitet, wir haben mit Newslettern gearbeitet. Aber ganz entscheidend meiner Meinung nach waren bestimmte Partner, die uns unterstützt haben, um an unsere Freiwilligen ranzukommen. Und zuvorderst möchte ich da das Nationaltheater Mannheim nennen und auch die Freunde und Förderer des Nationaltheaters. Das Theater half uns erstmal, diesen wunderbar skurrilen Drehort zu finden. Diese Wunderkammer, die unter dem Nationaltheater liegt. Außerdem wurde das Schauspielensemble kontaktiert und es wurde gefragt, wer uns vielleicht unterstützen möchte. Und Laszlo Branko Breiding war so freundlich und meinte, ja, das mache ich mal und hat dann den Film mit uns gedreht. Ich möchte an der Stelle auch nicht verschweigen, dass wir den Film mit der Filmproduktionsfirma Scope zusammen gedreht haben und die haben auch mit uns das Drehbuch entwickelt. Vielen Dank an alle Beteiligten, auch hier nochmal ganz offiziell. Die Freunde und Förderer des Nationaltheaters, denen genauso viel Dank natürlich gilt, wiederum ermöglichten uns, eine Anzeige im Theatermagazin zu schalten und außerdem konnten wir deren Newsletter bespielen. Und auf diese Weise haben wir die Kommunikationskanäle bekommen, mit denen wir die Theaterfans erreichen konnten. Und das war meiner Meinung nach für den Erfolg des Projekts ganz entscheidend, dass wir die Leute direkt erreicht haben, die sich eben auch für Theaterzettel interessieren. Ich sage jetzt, dass unser Projekt erfolgreich war, aber was heißt eigentlich Erfolg? Da kommen wir einmal zu den Zahlen. Wir haben durchgehend immer rund 50 aktive Freiwillige. Das sind mal ein paar mehr, mal ein paar weniger, aber da wir relativ aktuell immer schauen, wie wirklich die Zahl der Aktiven ist, passt 50 von der Zahl. Wir hatten nie weniger. Seit Februar 2022 sind wir jetzt mit dem Projekt unterwegs und in dieser Zeit haben wir schon 179 Bände erfasst von 300. Das heißt mehr als die Hälfte und das sind pro Monat mehr als 8 Bände und jeder Band hat zwischen 200 und 500 Zetteln. Das ist also eine ganz großartige Leistung, für die ich mich auch bei allen Zettelschwärmern bedanken möchte und auch bei denen, die zu Hause sitzen. Ich weiß nämlich, dass einige streamen. Und was mich besonders freut, es gibt so einen harten Kern von ungefähr 20 bis 25 Personen, die fast von Anfang an mit dabei sind und die kontinuierlich uns begleitet haben. Manche sind ein bisschen schneller, manche sind ein bisschen langsamer, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass alle mit Freude bei der Sache sind. Und was ich auch schön finde, ist, dass so eine Art Gemeinschaftsgefühl entstanden ist. Zweimal im Jahr, so hat sich das jetzt so eingebürgert, treffen wir uns mit unseren Zettelschwärmerinnen und Zettelschwärmern und erzählen ein bisschen über den Stand des Projekts und dann können sich alle auch untereinander austauschen, was ihre besten Verzeichnungsstrategien sind und wo alle die gleichen Probleme haben, solche Geschichten. Und da merkt man eben auch, dass es so ein richtig schönes Gruppengefühl gibt und das ist schön. Die Leistung unserer Freiwilligen ist übrigens auch der Welt außerhalb des Archivums nicht verborgen geblieben. Auch außerhalb Mannheims sind Leute in der Fachwelt auf uns aufmerksam geworden. Ich durfte sogar im fernen Zürich einen Vortrag über unser Projekt halten. Und darüber hinaus haben auch hier in der Stadt viele Leute das Projekt sehr positiv aufgenommen. Und da muss ich auch mal wieder die Freunde und Förderer des Nationaltheaters erwähnen, denn die haben unsere Zettelschwärmer im Sommer zu einem Opernbesuch eingeladen, als Anerkennung ihrer Leistungen. Und hier sieht man ein Bild, wo wieder alle vor dem Stück stehen und warten. Ich glaube, das ist Autoplay beim Video. Das tut mir sehr leid, aber meinen nächsten Vortrag werde ich auch mit dramatischer Musik hinterlegen. Dann ist das nochmal ein bisschen spannender. Hätte ich das gewusst, hätte ich das geschlossen. Nun ja, wo war ich? Genau. Jetzt habe ich unsere Zettelschwärmerinnen und Zettelschwärmer gelobt. Vielleicht noch ein Wort zum Begriff Zettelschwärmer, warum das Projekt so heißt. Es geht letztendlich um den Schwarm von Menschen, weil im Internet redet man ja immer vom Schwarm, der für Theaterzettel schwärmt und sie im Schwarm erschließt. Daher kommt der Name. Kommen wir nun kurz zum technischen Teil, den möchte ich relativ kurz abhandeln, nämlich wie das Projekt eigentlich so läuft. Wer sich dafür interessiert, bei uns mitzumachen, kann sich online registrieren lassen, bekommt dann einen digitalen Band zugewiesen und kann den dann Zettel für Zettel erfassen. Das passiert hier in so einer Eingabemaske, wie man sie hier sieht, und dann kann man sich hier durch die Zettel klicken und kann hier Datum, Titel, Untertitel und alle weiteren Felder ergänzen. Darüber hinaus gibt es hier eine kleine PDF-Datei, wo alle Verzeichnungsregeln drinstehen, dass man die sich auch nochmal angucken kann. Wir erfassen nicht Mitglieder des Ensembles, wir erfassen nicht das technische Personal,
außer Regie und solche Geschichten, also keine Beleuchtung, Kostümbildner und sowas. Und das hat damit zu tun, dass wir verhindern wollten, dass die Leute unheimlich viele Einträge machen müssen. Weil unsere Sorge war, dass das irgendwann frustrierend werden kann oder langweilig, und das hilft dann auch niemandem weiter, deswegen haben wir darauf verzichtet. Wir haben ansonsten einen kleinen Administratorbereich, da können wir wiederum dann Bände verteilen und solche Geschichten machen. Wenn ein Band dann einmal abgeschlossen ist, dann bekommen ich und meine Kolleginnen und Kollegen vom Zettelschwärmer-Team eine Benachrichtigung und wir machen dann eine Qualitätskontrolle. Dafür nutzen wir ein Tool, das nennt sich OpenRefine, und das ist ganz wunderbar dafür geeignet, um Buchstabendreher und solche Fehler automatisch zu finden. Wenn jemand zum Beispiel Wojciech dreimal mit CK geschrieben hat und einmal mit K, erkennt das Programm das und schlägt uns vor, Wojciech richtig in CK zu ändern. Das ist total gut, weil wir können diese ganzen Zettel nicht einzeln durchgehen und deswegen hilft uns das Programm. Eine Sache möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Wir benutzen OpenRefine auch, um die Eingaben der Freiwilligen mit der gemeinsamen Normdatei der Nationalbibliothek zu verknüpfen. Die gemeinsame Normdatei kann man sich vorstellen wie so eine Art Steueridentifikationsnummer. Da haben Personen und Werke und Orte alle eine eindeutige Nummer. Und diese Nummer ist ganz toll, weil sie ist standardisiert und sie kann von Computern gelesen werden. Und wenn man große Datenmengen hat, ist es immer gut, wenn Computer diese Daten verarbeiten können und sie anreichern und vernetzen können. Nachdem ich nun diesen ganzen technischen Teil erzählt habe, möchte ich Ihnen jetzt aber auch nochmal ein paar Theaterzettel zeigen. So ist das ja nicht. Und dafür gehe ich jetzt nochmal raus und hoffe, dass keine Musik gespielt wird. Hier sehen Sie dann nämlich mal unser Theaterzettelportal. Das ist Teil unseres Druckschriftenportals und hier sehen Sie schon, die Theaterzettel sind angewählt. Wenn Sie möchten, können Sie den Film nochmal sehen, das sparen wir uns jetzt. Und hier sehen Sie, was wir schon bisher erfasst haben. Sie sehen, wir haben 36 Spielzeiten bisher online. Ich habe vorhin von 179 Bänden geredet. Die sind noch nicht alle online, weil die Nachbearbeitung sehr aufwendig ist. Wir beschleunigen das aber gerade. Aber auch schon diese 36 Spielzeiten sind schon fast 14.000 Aufführungen, also eine ganze Menge. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, auf welchen Wegen man diese Aufführungen dann recherchieren und sich angucken kann. Wir haben erstmal den Zugang über den Kalender. Da sieht man schon verschiedene Jahre, die angegeben sind. Und dann gehen wir mal einfach auf das Jahr 1906 und klicken mal einfach hier drauf. Und dann sehen wir, dass hier Titus gespielt wurde. Wenn man dann hier draufklickt, kommt man in die Detailansicht. Hier sieht man dann Titel und Untertitel. Man sieht alle Angaben, die von den Freiwilligen erfasst wurden. Man kann das wieder auf die Spielzeit zurückführen. Und wenn man auf das Bild hier klickt, dann kann man hier dann den Zettel sich angucken. Man kann den auch vergrößern, den Bildausschnitt. Und was auch sehr schön ist, man kann, wenn man möchte, hier noch sowas machen wie die Helligkeit verstellen, die Kontraste, bis man nichts mehr sieht beispielsweise. Man kann hier sich auch eine PDF-Datei runterladen, man kann sich eine Bilddatei runterladen, wenn man den Zettel für zu Hause haben möchte, oder man kann ihn sogar in den sozialen Medien teilen, was auch eine schöne Funktion ist. Gehen wir nur einmal zurück zum Anfang. Wenn wir auf alle Aufführungen gehen, kriegen wir alle Zettel angezeigt, so wie sie von unseren Freiwilligen erfasst wurden. Also hier sind wieder die fast 14.000 Treffer, die einfach alphabetisch sortiert werden, deswegen geht es hier mit Ziffern los. Hier rechts dieser Balken ist ganz spannend, weil hier kann man zusätzlich filtern. Hier sieht man alle Kategorien, die in der Eingabemaske auch bedient werden. Also den Werktitel, die Sparten, die Zeit, die Verfasser, Wagner ganz oben, überhaupt, Wagner ist immer sehr weit oben im Nationaltheater, ist uns aufgefallen. Und dann kann man jetzt zum Beispiel gucken, so, was wurden denn so für Musicals im Nationaltheater gespielt? Dann klickt man da drauf und dann findet man Anna Tefka. Und das ist jetzt kein Zufall, dass ich das so gemacht habe, weil Anna Tefka war das Stück, was wir besucht haben im Sommer mit den Freunden und Förderern des Nationaltheaters. Und hier hat man dann wieder die Detailansicht und kann, wenn man möchte, sich auch wieder hier reinklicken. Ich möchte Ihnen noch was zeigen, was ich ganz schön finde. Und zwar habe ich einen netten Zufallsfund schon vor einiger Zeit gemacht. Es wurde nämlich im Nationaltheater auch einmal Herr aufgeführt. Und Herr ist eine Besonderheit und das hat man tatsächlich insbesondere in der Zeit nach 1945 dann immer häufiger. Man hat keinen richtigen Theaterzettel, sondern man hat wirklich eher ein Heft, was präsentiert wird. Hier haben wir auch die üblichen Angaben, wie Sie sehen.
Und wenn man dann hier drauf geht, öffnet sich das kleine Heftchen. Und ich gehe mal ein bisschen zurück, damit Sie alles sehen. Hier kann man sich dann durchklicken, muss immer wieder die Größe verstellen. Und wenn man möchte, kann man sich dann ein paar Hippies angucken, wie das eben so ist bei Herr. Fand ich auf jeden Fall sehr schön, dass das auch im Nationaltheater gespielt wurde. Eine ähnliche Überraschung war für mich ein Gastspiel der Lach- und Schießgesellschaft, der Abfall Bayerns. Und da haben wir dann auch hier, da haben wir dann hier auch die Angaben. Und hier möchte ich auf eine Sache hinweisen. Ich habe das jetzt im Vorfeld nicht probiert, hoffe aber, dass das funktioniert. Wir haben hier Dieter Hildebrandt. Und wenn wir einmal hier drauf gehen, öffnet sich der Wikipedia-Artikel zu Dieter Hildebrandt. Das ist also auch sehr schön, wie hier so Verknüpfungen stattfinden. Und das funktioniert übrigens unter anderem dank der gemeinsamen Normdatei, auf die ich vorhin hingewiesen habe. Und auch das ist ein Heft, wo man sich dann durchklicken kann. Und wenn man nur lang genug klickt, da haben wir dann den Dieter Hildebrandt. Es gibt aber noch weitere Zugänge. Und zwar haben wir hier noch Wortwolken. Die werden, je mehr Spielzeiten wir drin reinkriegen, natürlich immer aussagekräftiger. Jetzt ist es noch sehr viel, was ähnlich aussieht. Aber man sieht beispielsweise schon, dass Friedrich Schiller oft gespielt wird, Giuseppe Verdi, Wagner. Karl Marx ist nicht der Karl Marx, an den man zuerst denken könnte. Das habe ich geprüft. Und das Gleiche kann man hier nochmal nach Textverfasserinnen, Textverfassern machen oder auch nach Komponisten. Da müsste dann Wagner wieder relativ weit oben sein, aber Mozart auch. Und wenn man dann hier draufklickt, dann findet man tatsächlich alle Zettel, die Mozart zugeordnet sind. Und hier auch tatsächlich eine Feinsortierung nach Werken, nach Sparten, nach Aufführungszeiten. Und wenn hier nochmal jemand ein Libretto beispielsweise geschrieben hat, taucht das auch alles auf. Also das ist der Wahnsinn, wie man hier sich einfach durchklicken kann tatsächlich. Jetzt möchte ich noch auf zwei andere Möglichkeiten eingehen, wie man suchen kann. Und zwar haben wir hier auch einen Personenindex. Das sind alle Personen, die wir bei der eben erwähnten gemeinsamen Normdatei verknüpft haben. Und diese Personen kann man hier einmal filtern nach Wirkungs- bzw. Geburtsorten. Man kann aber auch die Lebensdaten filtern und auch Berufe. Das kann natürlich interessant sein bei jemandem wie Friedrich Schiller, der ja eigentlich gelernter Arzt war. Und hier bei den Lebensdaten fragen Sie sich vielleicht, wer hat denn im 6. Jahrhundert vor Christus was geschrieben? Gucken wir doch mal, das war Aeschylus. Und auch da, dann haben wir hier einen Theaterzettel vom 8.4.1912, den wir uns mal angucken können. Und achten Sie mal hier auf den Kopf und die Verzierung. Und ich gehe einmal kurz zurück. Hier haben wir wiederum ein anderes Logo drin. Aber witzigerweise gleicher Tag. Also sieht man hier auch wieder so ein paar feine Variationen. Und weil ich vorhin auf das fehlende Krönchen hingewiesen habe, hier ist es noch da. Gehen wir aber nochmal kurz zurück zu den Personen. Ich wollte Ihnen nämlich noch eine schöne andere Funktion zeigen. Hier haben wir beispielsweise Adolphe Adam, ein Komponist, und hier, was grau hinterlegt ist, das sind jetzt alle Theaterzettel, die zu Adolphe Adam gehören. Sie sehen hier ganz viel den Postillon von Lanjumeau. Gehen wir mal auf alle Anzeigen. Dann sehen wir haben hier Adolphe Adam. Wir wissen, wann er geboren ist und wann er gestorben ist, dass er Komponist war. Wir wissen, dass wir 29 Aufführungen haben, die zu ihm gehören. Darüber hinaus sehen wir hier jetzt alle Zettel. Und wir sehen dann eben auch, dass nicht nur der Postillon von Lanjumeau in verschiedenen Spielzeiten gespielt wurde, sondern wir sehen dann auch hier noch die Nürnberger Puppe, die auch aufgeführt wurde. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, alle Zettel, alle Werke einer Person zuzuordnen. Und zuletzt möchte ich noch einmal mit Ihnen in den Werkindex gehen. Der funktioniert so ähnlich, nur eben mit Werken. Und da gucke ich immer ganz gerne nach A Midsummer Night's Dream von Shakespeare. Zeigen wir die doch mal an. A Midsummer Night's Dream wurde 58 Mal aufgeführt. Wir haben hier das Werk im Original.
Wir haben alle, oder nicht alle, aber viele Übersetzungsvarianten. Hier haben wir diese berühmte ID, die ich Steueridentifikationsnummer genannt habe, die gemeinsame Normdatei, den Bezug. Und hier haben wir dann die zugeordneten Theaterzettel und hier noch beteiligte Personen. Und da kann man zum Beispiel ganz schön sehen, dass hier auch Schlegel beispielsweise als ein Übersetzer auftritt. Gehen wir doch mal hier auf den Sommernachtstraum. Das ist jetzt ein Zettel von 1883. Den öffne ich auch kurz, nur um Sie auch wieder zu sensibilisieren für die Unterschiede, die es eigentlich ständig in der Darstellung der Zettel gibt. Mit einem anderen Zierrahmen und mit anderen Angaben zum Teil auch. Aber was immer gleich bleibt, wir haben hier die Zugverbindungen und hier haben wir dann auch schon Trambahnfahrten. Also die Theaterzettel gehen mit der Zeit. Und wenn wir jetzt hier wiederum auf William Shakespeare gehen, dann haben wir 416 Treffer. Shakespeare wurde also oft aufgeführt. Man sieht, was alles von Shakespeare aufgeführt wurde. Und hier sieht man dann auch nochmal, wann viel von Shakespeare aufgeführt wurde. Also seine Hochzeit hatte er zwischen 1911 und 1920 nach dem jetzigen Stand. Da wir noch nicht alle Spielzeiten drin haben, können sich diese Statistiken noch alle ändern. Und es ist fast wie ein Wettrennen zu sehen, wer am Ende dann gewinnt. Und man sieht, dass Schlegel auf jeden Fall ziemlich viel Shakespeare übersetzt hat. Jetzt habe ich Ihnen ganz, ganz viel gezeigt. Sie sehen, man kann letztendlich immer weiter sich durch diese Zettel durchklicken. Und letztendlich kann ich Sie nur einladen, genau das zu tun. Gehen Sie auf die Seite, suchen Sie gezielt nach verschiedenen Kategorien, klicken Sie sich durch die Zettel und Sie werden einige Überraschungen erleben. Und da ich ja schon meinte, das war der Werbeblock, hier gibt es jetzt noch in der letzten Folie einen QR-Code und eine Internetadresse. Wenn Sie nämlich Interesse haben, auch Zettelschwärmerin oder Zettelschwärmer zu werden, dann haben Sie hier die Chance und wir freuen uns immer über neue Freiwillige. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Frau Siede, lieber Herr Throckmorton, für diesen doch sehr profunden und auch tiefen Einblick in die Werkstatt eines Projekts, in die Historie der Theaterzettel. Sie haben hautnah mitbekommen, Quellenkunde. Und ich habe mir immer wieder mal Notizen gemacht, was einfach für mich auch unglaublich ist, was für Facetten Sie da ausgegraben haben. Also ich habe neulich mal eine Serie gehört über erloschene Berufe. Der Zettelträger war da aber nicht dabei. Fand ich absolut spannend und auch, wie Sie jetzt nochmal die grüne, braune und schwarze Serie aufgedröselt haben. Ja, es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie haben hier eine Expertin, einen Experten aus unterschiedlichen Häusern. Das passiert hier nicht so oft und von daher bitte ich einfach um die Wortmeldung und warten Sie immer, bis die Kollegin Frau Breit bei Ihnen ist. Sprechen Sie ins Mikrofon, dann hört man Sie auch im Stream. Bitte. Ich habe eine Frage zu der Zuteilung der Zettel. Ist es dann nach Jahren, wird es nach Jahren digitalisiert? Also die Ältesten zuerst oder wie funktioniert das? Sie meinen, wie die Freiwilligen ihre Bände zugeteilt haben? Ja, genau, die Freiwilligen. Wenn man sich registriert, kann man tatsächlich ein Wunschband angeben und okay. Wir versuchen das auch zu berücksichtigen. Und ansonsten, wenn wir einmal Leute haben, die angefangen haben und die einen weiteren Band machen wollen, versuchen wir in der Regel Serien zu machen, weil das ermöglicht den Leuten es auch noch tiefer einzusteigen. Dann erkennt man Kontinuitäten im Personal, was ganz spannend ist. Also da versuchen wir, die Wünsche unserer Freiwilligen zu berücksichtigen. Ah ja, das wollte ich wissen, weil es ist ja schon manchmal sehr interessant, wenn man selbst viel ins Theater geht und darf dann von vergangener Zeit, wo man selbst war, das dann eventuell digitalisieren, ja? Oder wenn man da drauf zugreifen kann. Dann. Ne? Ja, wir haben tatsächlich auch einige Leute, die gezielt Zettel nehmen wollten, wo sie selber da waren, genau. Okay, danke schön. Fragen hier vorne. Ich habe eigentlich keine Frage, ich habe einen Zettel dabei.
den ich Ihnen schenken möchte. Entweder der Frau Siede oder Ihnen, streiten Sie sich, ob es ins REM oder ins Archivum kommt. Von 1944, Maschinen geschrieben. Das Theater im B3 war zerstört und man ist zum Gastspiel nach Heidelberg. Den schenke ich Ihnen jetzt. Vielen Dank. Also, klasse. Also wir machen das ganz, genau, die Frau Siede nimmt ihn entgegen, da wird er landen. Wir digitalisieren ihn. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also streiten werden wir uns nicht, wir werden uns freuen, dass wir Zuwachs bekommen haben. Ich hatte ja auch noch eine ganz kleine Entdeckung, die Sie vielleicht interessieren würde, die ich aber nicht auf einer Folie mitgebracht habe. Wir haben auch einen einzigen Theaterzettel, der in Gold auf Seide gedruckt ist. Das war auch ein großherzoglicher Besuch in Mannheim, ich meine 1892, für ein besonderes Stück. Und der ist nicht in den Theaterzettelbänden. Darf ich gerade fragen, wo Sie den her haben? Okay. Ich hab mal ein großes Konvolut-Theaterzettel gekauft, weil ich über eine Opernsängerin forsche, die hier in Mannheim engagiert war. Da habe ich bestimmt 200 Theaterzettel gekauft und da war der dabei. Okay, also per Kauf. Ja, im Antiquariat. Gut, danke. Also auf jeden Fall, er wird wohl verwahrt und Zeithorizont in ein paar Jahren können Sie kontrollieren, ob er hier online ist. Ja. Hier ist noch eine Frage. Dankeschön. Ich habe eine kurze Frage zu den handschriftlichen Zetteln. Sie sagten doch, die Theaterzetteln waren eigentlich auch Werbeträger. Wenn die handschriftlich verfertigt wurden, wie oft wurden die denn dann ausgefertigt, um sie unter die Menschen zu bringen und für das Theaterstück zu werben? Also ich hatte versucht, so ein bisschen anzudeuten, dass die handschriftlichen Zettel letzten Endes ja Rekonstruktionsarbeit waren. Wir gehen davon aus, dass es gedruckte Zettel gab, sei es im Nationaltheater, sei es bei Grua in Privatbesitz. Und anhand solcher gedruckten Zettel plus, wie mein Vorvorgänger in der Theatersammlung geschrieben hat, hatte man ja Tagebücher von Schauspielern und aus diesen Tagebüchern stammen zum Teil die Bemerkungen, die unten an diesen handschriftlichen Theaterzetteln sind. Also die handschriftlichen wurden nicht, meines Erachtens, nicht ausgehängt. Also ich kann Ihnen nur zustimmen, unser Wissensstand ist ja der gleiche eigentlich. Das sind Rekonstruktionen. Das sagt viel über das Geschichtsbewusstsein der Geschichtskultur im Nationaltheater aus, wie meine Kollegin schon meinte. Die realen Zettel waren gedruckt, davon ist auszugehen, tatsächlich. Die sind nur nicht erhalten. Sie hatten erwähnt, dass die Theaterzettel ja irgendwann in die Programmhefte eingelegt wurden, so wie es heute ja noch ist. Meine Frage ist, gibt es eine Sammlung der Programmhefte in ähnlicher Form oder werden die Programmhefte von Ihnen auch erfasst? Da kann ich mit Ja antworten. Also die werden bei uns auch gesammelt und sind auch nach Spielzeiten geordnet. Da kann ich nur, weil ich das selber noch nicht so überprüft habe, sagen, wie vollständig die wirklich sind. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir bedanken uns nochmal bei Frau Siede und Herrn Brock-Morden. Genau, gehen Sie nach dem Abend mal in sich, ob Sie nicht teilnehmen wollen an diesem Projekt. Also wir könnten das auch noch ein bisschen unterfüttern. Draußen wird es gleich ein bisschen Wein geben und vielleicht leisten Sie dann schneller die rechtsverbindliche Unterschrift. Ich darf noch zwei Themen kurz ankündigen. Zum einen, wir hatten in der vergangenen Woche die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Archivum beziehungsweise auch den dazugehörigen Abend. Der Freundeskreis trifft sich
Die sämtliche Mitglieder dieses Freundeskreises Malchivum erhalten ein Jahrespräsent. Falls jemand hier ist und es noch nicht abgeholt hat, besteht draußen nun die Möglichkeit, ich verrate mal, es sind die beiden Ausstellungsführer, also greifen Sie zu, falls Sie Mitglied sind. Und für diejenigen, die kein Mitglied sind, Sie können es heute werden und gleich mitnehmen. Also auch dann lohnt sich das Ganze. Das Zweite, das knüpft jetzt direkt an die Theaterzettel an, eine Ankündigung. Wir haben nächste Woche einen Vortrag, nächsten Mittwoch von Professor Bernhard Stier zum Gaswerk in Mannheim. Dazu möchte ich Sie sehr herzlich einladen. Was ist nun die Anknüpfung an die Theaterzettel? Ich habe kurz mal darüber nachgedacht, ob wir nicht auch künftig vielleicht die Bahnverbindung in unsere Einladungen schreiben. Aber mit Blick auf die heutige Zuverlässigkeit der Bahn, die mit Sicherheit im 19. Jahrhundert eine andere war, unterlassen wir das besser. Und ich würde mich einfach freuen, wenn Sie unabhängig von Fahrplänen wieder zu uns kommen. Und bedanke mich, kommen Sie gut nach Hause. Aber wie gesagt, draußen noch ein Gläschen Wein sind Sie herzlich willkommen. Vielen Dank. Applaus